Hallo liebe Leute, heute machen wir mal ein bisschen Klaas Dominator 76. Ich habe ihn vorne mal den Schrägförderer weggenommen, die Schlagleisten ausgebaut und die Bleche von der Strohwendetrommel habe ich mal ausgebaut. Ich hatte nämlich letztes Jahr, als ich den Brocken die letzten 3 Hektar gemäht habe, extreme Vibrationen. Nicht Dreschtrommel drehzahlabhängig, sondern motordrehzahlabhängig mit eingeschalteten Dreschwerk hatte ich ganz ekelhafte Vibrationen. Und wie man sieht hier, die Bleche von der Strohwendetrommel sind durch. Da war natürlich ganz viel Dreck drin. Das habe ich mal ein bisschen im Internet recherchiert und habe da polnische Nachbaubleche gefunden. Ich bin echt gespannt, wie die sind. Bei der Gelegenheit habe ich gleich einen Korb mitbestellt, weil der hier schon bei uns auf dem Sandboden richtig gelitten hat. Also da sind hier schon mal richtig Steine reingekommen. Also der Vorbesitzer, als ich den gekriegt habe, waren die Schlagleisten neu, aber verbogen. Das heißt, sie waren höchstens 1 Hektar oder zwei, drei vielleicht im Einsatz gewesen. Und dann hat er einen Stein gekriegt. Der ganze Korb war verbogen. Das haben wir damals gerichtet, weil damals gab es kaum Nachbauteile und so ein Korb kostet bei Klaas richtig Geld. So, jetzt bin ich dabei, gerade die Steinfangmulde hier vorne auszubauen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Dichtung hier vorne, die muss auch nochmal richtig, die mache ich nochmal komplett lose, mach das mal richtig sauber und mach das mal wieder richtig dicht. Danach baue ich hier mal den Korb aus. Übrigens, das, was hier Dreck liegt, das war die Rückseite von den Schlagleisten. Mein Mähdrescher muss leider auch in den Lupinen laufen. Das heißt, das Zeug ist richtig grün. Und da bleibt natürlich ein Haufen an der Rückseite von den Schlagleisten hängen. Auch wenn man nachher nochmal ein bisschen Roggen mäht oder so. Ganz sauber wird er nicht von innen. Ich bin nun mal gespannt. Teile habe ich gestern Abend bestellt. Heute ist Donnerstag. Bis dahin, ich wollte jetzt nochmal den Korb ausbauen und nochmal gucken hinten, ob wir noch irgendwas finden mit Dichtleisten oder sowas. Und dann schauen wir mal, wie die polnischen Teile so sind, wann die kommen. Ich bin echt gespannt. Also Korb, Schlagleisten und die Bleche von der Dreschtrommel mit einem Schlauch für die Schlagleisten war preislich mit Fracht unter 1000 Euro. Also fand ich schon jetzt nicht so teuer. Ich habe nicht so viel zu dreschen und in so ein 76er das zu investieren, ist ja auch mal die Frage, ob sich das lohnt. Gut, also ich werde euch mit ein paar Videos auf dem Laufenden halten. Ich meine, das Abbauen, das denke ich, das kriegt auch jeder alleine hin. Ein Schrägförderer, ein paar Bleche ab, Keilriemen runter, Bolzen raus, weggefahren das Ding. Schlagleiter. So ist das, wenn man mit dem Handy filmt, mittendrin anruft, schon ist das Video unterbrochen. Also, ja, Schlagleisten rausschrauben ist auch kein Hexenwerk. Ich habe hier so einen billigen Makita-Nachbau, Akkuschlagschrauber, ratzfatz hat man die Schlagleisten raus. Die Trommelbleche rauszukriegen war etwas schwieriger, da muss man schon ein bisschen das richtig hindrehen, sonst kriegt man die nicht ganz so sauber raus. Es ist besser, wenn die Schlagleisten raus sind und man die Sterne drehen kann. Sonst funktioniert das gar nicht, kriegt man die überhaupt nicht raus. Eine Seite ist halt so ein, hier so eine Vertiefung. Ich denke, da kann man die, wenn man das außen losschraubt, auch rausnehmen. Das Problem ist, auf der linken Seite sitzt der ganze Antrieb drauf und auf der rechten Seite sitzt der Variator für die Dreschtrommel drauf. Das rauszunehmen, ich denke, das war mir zu viel. Das ist ein bisschen zu viel des Guten. Jo, jetzt werde ich mal weiter die Steinfangmulde ausbauen. Danach halt noch mal einmal durchschauen, ob ich noch irgendwas finde. So, die Steinfangmulde ist raus. Hier sieht man, wo der Gummi vom Siebkasten abdichtet. Das sieht echt ganz gut aus. Ich zeige euch das noch mal hier. Das Gummi hier ist, boah, der ist Baujahr 85, ne? Also super, hier oben ist ein bisschen was eingerissen, da werden wir ein bisschen Gummi noch mal drüber machen, aber sonst sieht die Gummis hier echt
mal nicht so schlecht aus. Jetzt können wir natürlich gleich noch mal den Vorbereitungsboden ein bisschen sauber machen. Ach ja, das Gummi, was dahinter liegt, ich habe schon mal, kann man sehen, da oben sind Löcher. Ich habe das hier hinten schon mal mit dem Rechen zusammen vom Korb abgeschraubt. Der Rechen liegt hier, hinten drauf. Das ist hinten auf dem Korb mit 4 Schrauben aufgeschraubt. Wie gesagt, die Steinfankmulde hat auch nur 8 Schrauben. Die wollte aber echt nicht raus. Ich glaube, die muss ich links und rechts mal ein bisschen mit Fett einsetzen, wenn ich sie einbaue, dass man sie nächstes Mal vielleicht wieder rauskriegt. So, hinten ist der Korb einfach nur mit dem Bolzen eingehängt. Mal von außen Sicherungssplint losmachen, die Bolzen reindrücken, sind die los. Das ist hinten ganz gut. Vorne allerdings sieht man hier so eine kleine Schraube mit Kontern, die muss man rausnehmen, dann kann man die Schraube, vorne ist ja geschraubt. Bloß man muss halt die Schrauben hier wissen, dass die hier raus müssen, die beiden. Sonst kriegt man die Schrauben nicht richtig los. Weil man muss die ganze Schraube nach außen mit raus machen. Boah, sieht man das hier? Oh, ganz schön dunkel. Da, wenn man da die nämlich losschraubt, wenn man die innere nicht losmacht, hat man echt ein Problem. Dann versaut man das ganze Gewinde. Das will man ja auch nicht. Ja, wichtig ist noch, hier unten sind die Entgrannerbleche. Die Bolzen muss man natürlich auch noch losmachen. Das sind 2. Kann man ja separat schalten. Ich werde hier einfach die Splinter rausnehmen. Und hinten waren sie irgendwo angeschraubt. Das zeige ich euch dann, wenn ich den Korb raus habe. Das ist so ein kleines bisschen tricky, aber sonst ist ein Glas. Ist bis heute nicht viel anders. Ich weiß nicht, wie es vorne mit APS ist. Wahrscheinlich kommt man dann lange nicht mehr so gut ran. Aber das hier kann man auch schön selber machen. Bis zum nächsten Mal.